Mineralienfreunde, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Matrix Minerals TV. Ja, es geht schon wieder weiter, das 501. Video. Aber was soll's, das sind halt einfach Mineralien und sowas muss man einfach mal im Video präsentieren, denn das ist absolut was Rares. Das sind hier ganz besondere Stücke aus Amerika, und zwar von Reynolds County, Missouri, von der Sweetwater Bleizinkmine. Also, ja, wieder, wie schon gesagt, da wird Blei und Zink abgebaut, und in dieser Mine gibt es oder gab es vor ungefähr einem Jahr oder so eine besondere Art von Galenit. Und zwar sind das Galenit-Kristalle, also Bleiglanz, die nach dem Spinel-Gesetz kristallisiert sind. Das ist so eine mineralogische Besonderheit, denn der Galenit ist ja kubisch, also wie ja schon bekannt ist, eigentlich würfelig oder mal oktaedrisch oder kubo-oktaeder. Also ganz unterschiedliche Varianten gibt es da auch. Aber diese Kristallform ist extravagant, denn die ist ja eigentlich sechseckig. Das sind im Prinzip auch verzerrte Würfel, ich sag's mal so, weil es kubisch ist und bleibt einfach kubisch. Aber es ist eine besondere Form, die eben durch ganz bestimmte Bedingungen entstehen kann. Und das sind also hier dann so sechseckige Platten, schön mit Endflächen. Dann sitzt noch der Dolomit schön dazwischen drin. Und die gab es, wie gesagt, vor circa einem Jahr in der Sweetwater Mine in Missouri. Da wird Blei-Zink-Erz abgebaut, wie gesagt. Und da haben die diese Bleiglanzstufen entdeckt. Die Sweetwater Mine ist ja eine der Minen, die eigentlich noch arbeitet, in Anführungsstrichen, wenn sie nicht gerade mal Pause macht, denn da ist auch momentan eben Ruhe. Hier eine Stufe, das ist jetzt zum Beispiel ein Stück, da hast du die Bleiglanzwürfel drauf und daneben sitzen die sogenannten Spinel Twins, also die verzwillingten Kristalle von, ja, nicht Spinel, Spinel ist ja ganz was anderes, aber es nennt sich halt so, Spinel Twins, das ist einfach der mineralogische Begriff. Das ist einfach diese Form und diese Ausbildung der Kristalle, wird eben so genannt. Und unter diesem Begriff Spinel Twins, Galenit, könnt ihr gerne mal im Internet ein bisschen recherchieren, mal nachschauen. Das gibt es nicht nur in Amerika, also in der Mine, in Sweetwater, das gibt es auch woanders. Ich meine, das ist jetzt auch nicht ganz so super selten, aber es gibt es, ich sage jetzt mal, relativ selten. Es gibt es halt überall dort, wo es auch Bleierze gibt, gibt es normalerweise auch diese Spinel-Twins, denn das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein verzerrter Würfel, ich sag's einfach mal so. Weil der Galenit ist ja, wie gesagt, kubisch, und von dem kubischen Kristallform, aus der kubischen Kristallform, kann man eben verschiedene Kristallformen ableiten, wie zum Beispiel Oktaeder, Kubo-Oktaeder. Theoretisch auch Skalenoeder, aber eher Pseudoskalenoeder. Also das ist immer so eine Sache. Ich habe da einen Freund, der ist Mineraloge, beziehungsweise einen anderen Freund, der ist Geologe. Und da habe ich mich wirklich mal ein bisschen schlau gemacht, was solche Kristallstrukturen angeht. Die haben mir das ein bisschen erklärt. Also es ist schon eine Rarität. Und stellt euch vor, diese Kristalle gibt es auch als Fluorid.
mit diesen Spinel Twin. Aber die sind so dermaßen selten. Die gibt es in Namibia. Habe ich mal zwei Stücke gehabt. Das ist jetzt hier ein absolutes Megateil, denn hier sind die Kristalle sehr groß, also bestimmt 2, 3, 4 Zentimeter, schon fast von der Kantenlänge und dementsprechend auch schön auskristallisiert mit Endflächen. Und dann halt der Dolomit so rundherum noch. Die Stücke sind unten übrigens geschnitten, also gesägt. Das finde ich ganz praktisch, weil die stehen halt einfach schön. Und das sinnlose Gewicht unten muss ja nicht unbedingt dran sein, aber das ist nur zur Information. Diese Stücke sind meist unten geschnitten. Also die erste war geschnitten, die zweite auch. Und ja, wie es aussieht, sind die meisten geschnitten. Wenn eine nicht geschnitten ist, werde ich das kurz erwähnen. Also das ist hier schon was Extravagantes. Das kann ich euch mit ziemlicher Sicherheit sagen. Das sind so richtig blockige, schöne Kristalle. Wie gesagt, die Fundstelle ist die Sweetwater Mine in Reynolds County, Missouri. Das ist ein Gebiet, da gibt es verschiedenste Minen, bei denen es solche Galenit, Calcit, Chalcopyrit und das übliche eben gibt. Und hier und da gibt es eben mal diese Spinell-Twins. Also ich habe jetzt schon jahrelang das Material hier so von USA gesehen bzw. gesammelt. Und das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass man das mal so richtig in die Hand fällt. Denn das habe ich neu aus Amerika mitgebracht. Das hatte ein Händler zur Verfügung. Ja, da musste ich natürlich sofort zuschlagen, denn das sind Raritäten. Und für jemanden, der eben die amerikanischen Sachen sammelt, ist es ein Muss. Ich sag's einfach mal so. Schaut euch mal das Teil hier an. Das ist der Hammer, ist das. Das ist ein Kristall, das ist ungefähr, naja, ich habe es noch gar nicht gemessen, das Stück, was sind denn das, 6 cm, 7 cm, diese Platte. Das ist, wie gesagt, hier flach, mit Endflächen. Spinel Twins nennt sich das. Und ein bisschen Chalcopyrit mit so drauf gezuckert, ganz fein. Drauf gestäubt, das macht sich also optisch auch ganz hübsch. Also das hier ist mit das beste Stück auf dem Tisch, finde ich. Also es ist unglaublich gut, auch wenn es nicht das größte ist, aber mit solchen Kristallen ist es einfach top. In dem Fall jetzt bei dieser Stufe auffällig diese plattigen Kristalle, wie eben schon gesehen bei den anderen Stücken. Und dann stehen hier so blockige, so lange, langprismatische. Das ist ja cool. Das ist also wieder, ich sage einfach mal, ein verzerrter Würfel. Also ein im Prinzip eigentlich ein Würfel, der eben total verzerrt ist. Und das geht dann schon Richtung Scalenoider oder Pseudoscalenoider oder wie man das auch immer schimpft. Und die anderen Kristalle sind eben
dann diese sogenannten Spinel Twins, diese sechseckigen. Und da an der Seite ist es doch ein schöner Würfel, schön gemütlich hier drin. Also das sind halt sammlerisch sehr, sehr begehrte Stücke eigentlich, denn das gibt es wirklich selten. Da muss man für lange suchen, dass man sowas bekommt. Ich meine, ich habe nicht umsonst diese ganzen Stücke genommen, denn ich weiß, wie schwierig es ist, sowas überhaupt zu kriegen. Da es ja nicht unbedingt so häufig vorkommt. Also das ist eher schon ein bisschen eine Rarität. In dem Fall jetzt hier ein Stück mit hochglänzenden Kristallen. Die sind so richtig blitzblank hochglänzend. Und halt auch in verschiedensten Formen kristallisiert. Von diesen Spinell-Twins bis hin zu diesen stängeligen, langprismatischen Kristallen. Ich meine, das sind natürlich schon Raritäten, muss man einfach so sagen. So, jetzt haben wir glaube ich noch zwei Stück hier, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, das 501. Video, also das reißt nicht ab, im Moment jedenfalls noch nicht, aber irgendwann demnächst. Ich meine, das sind halt alles neue Sachen, die zeigt man halt gern dann im Video und das sind halt Stufen, wo man sagt, die sieht man nicht an jeder Ecke. Große Kristalle hier von Spinel Twin und Dolomit. Und der Kristall hier am Eck, der sieht ja interessant aus, sieht fast aus wie so ein Schwalbenschwanzzwilling. Ja, und ich muss nochmals betonen, da ist nichts beschädigt. Diese Stücke sind alle makellos. Also, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, die Dinger rauszuholen, denn wie es aussieht, alles makellos hier. Und diese Kristalle, also in unglaublichsten Ausführungen, also fantastische Stücke sind es. Gerade eben für die Sammler, die Amerika-Mineralien sammeln. Für solche Leute sollte das eigentlich ein Leckerbissen sein. Habe ich das schon gehabt? Glaube ich noch nicht. Nochmal hochglänzende Kristalle mit Dolomit. Ein bisschen Kalkoperit sehe ich noch rausleuchten. Und eben diese typischen Spinell-Twins. Und diese Stücke, die sind alle eingelistet bei USA Mineralien. Da gibt es die Seite 6 und die Seite 7. Insgesamt gibt es 7 USA Mineralien-Seiten auf matrixminerals.de und deswegen werdet ihr die dort auch finden, bei den amerikanischen Mineralien. So, das ist jetzt das letzte Stück im Bunde. Ich muss dazu sagen, diese Stücke habe ich nur von einem einzigen Händler gesehen, weil das auch der einzige ist, der die überhaupt gehabt hat. Denn in Amerika ist das so, es haben nur bestimmte Händler bestimmte Ware. Und das sind immer die Händler, die eben dann die Connections haben zu der dementsprechenden Mine. Und andere hatten das gar nicht. Also das ist jetzt wirklich eigentlich nur von einem Händler dann gekommen. Und der hat es, wie gesagt, direkt aus der Sweetwater Mine. Diese Stücke findet ihr bei USA Mineralien, wie gesagt, das ist hier eingelistet. Und da sind dann die Größen, Beschreibungen, alles drin.
Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gerne melden. Wie gesagt, die Anmerkungen bitte aktivieren auf eurem YouTube-Player. Dann wird da alles angezeigt, E-Mail, Telefon etc. Angeblich soll das im Mai nicht mehr funktionieren laut YouTube, aber da lasse ich mich mal überraschen. In diesem Sinne, es ist noch nicht ganz zu Ende, es folgen noch einige Videos, bleibt also dran. Dann bis demnächst bei Matrix Minerals TV.